Indira Weiß findet, Speck kann auch ganz schön sexy sein. Normalgewicht? Na und? Das Gewicht einer Frau ist fast immer ein Geheimnis. Das würde man nicht mal seiner besten Freundin verraten. Nicht so Indira Weiß. Sie steht zu ihren Kilos und ist sogar so mutig, uns eine genaue Zahl zu verraten. Ich bin stolz auf meine 70 Kilo. Ich hungere nicht, ich esse. Klare Worte zu einem Thema, das sonst so gern verschleiert wird. Indira beweist auf ihrer Facebook-Seite, auch mit Normalgewicht kann man sehr, sehr verführerisch sein. Was ist ihr Geheimnis? Ich sag den Ladies immer, bringt euch einfach nur in Form. Speck kann absolut sexy sein, also ich bin das beste Beispiel, ich wiege 70 Kilo. Und ich mache aber viel Sport, um das schön in Form zu bringen und feste Beine zu haben. Wenn das Speck ist, dann ist der wirklich sexy. Und wo kommt der her? Was ist Indiras größte Futtersünde? Ich esse, was ich will. Ich esse auch mal einen Schnitzel mit Pommes. Aber meine 70 Kilo sind halt gut verteilt und sie sind fest und sie sind, ne, so ein bisschen Marilyn Monroe-Style. Und ich esse eigentlich, was ich will. Und wenn man genug Sport macht, geht das auch. Indiras Formel zum Bodyglück lautet also, Schnitzel plus Sport gleich Traumbody. Statt immer nur im Studio zu schwitzen, hat die 1,68 Meter große Sängerin auch gleich noch einen echten Knackpo-Tipp. Alles draußen wandern. Wandern ist toll. Kann man über 3 Stunden Fett verbrennen. Na, wenn das hilft, den Speck so zu formen, ran an die Spazierstöcke.